Hallo und recht herzlich willkommen, ja, und zwar zu Animal Shelter Simulator, dem Tierheim-Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Wir starten nach dem Builder Simulator mit einer kleinen neuen Let's Play-Reihe rund um das kleine, schöne Tierheim, wo wir uns dann um Hunde oder auch um Katzen kümmern können. Das Ganze ist schon vor, ja, ich glaube, vor gut einer Woche, glaube ich, erschienen. Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Holt euch das gerne, wenn euch das Ganze gefällt. Und wie immer gilt natürlich, wenn euch hier oder wenn ihr nichts verpassen wollt oder euch die Videos und ja, Let's Plays hier gefallen, gerne ein Däumchen da lassen und schreibt auch fleißig Kommentare dazu. Ich habe soweit schon alles eingestellt, sodass wir direkt durchstarten können. Und ich würde sagen, wir beginnen mal ein neues Spiel. Wir geben dem Tierheim erstmal einen Namen. Wir nennen das Ganze mal Home Pet Sender. So, wir haben auch noch fortgeschrittene Möglichkeiten hier. Das heißt, wir können auch ohne Geld spielen und so weiter, bla bla und so weiter, um uns kümmern müssen. Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal. Lassen das standardmäßig. Wir können auswählen zwischen ja, Hund und Katze. Wir haben überlegen, was nehmen wir denn? Nehmen wir Katzen oder nehmen wir Hunde? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, komm, wir gehen mal auf den Hund und starten das Spiel mal. Ich bin mal gespannt, was das Spiel so bereithalten wird. Und da sind wir auch schon. Ne? Willkommen in deinem persönlichen Tierheim. Hey, mein Freund, du bist hier, um dein eigenes Tierheim zu betreiben. Kümmere dich um deine Tiere, finde ein neues Zuhause für sie, verbessere Sachen, erweitere dein Tierheim und vieles mehr. Sieh dir an, was auf dich wartet. So, ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Ne? WASD, können wir uns bewegen. Wir laufen erstmal hier hin. Das heißt, wir haben, glaube ich, erstmal hier so das Tutorial. Ne? Und öffne mal die Tür. Ach, ist aber schick. Ach, guck mal. Hier. Ist aber echt schön gemacht. Guck mal, wir können Ordner nehmen. Blaue Ordner. Rote oder blaue Pille. Haben wir so ein paar schöne Kinderzeichnungen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Also ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr nett. Und wir gehen mal zu unserem Computer und werden mal schauen, was uns dann da erwartet. Ach, guck mal, wir haben sogar ein kleines Büro hier. Dann loggen wir uns mal da ein. So, der Computer. Nutze den Computer, um viele der wichtigen Dinge in deinem Tierheim zu überprüfen und zu erledigen. Tiere aufnehmen, ein neues Zuhause für sie suchen, im Geschäft nach Artikeln suchen und natürlich deine Statistiken zu kontrollieren. Sehr gut. Nächste. So, E-Mail. Hier kannst du deine E-Mails überprüfen, neu empfangene und eingegangene E-Mails lesen und kannst sogar auf einige antworten. Also interaktiv, auf jeden Fall auch schon mal recht nett. Dann haben wir den Shop, Lebensmittel, Medizin, Dekorationsartikel. Hier kannst du alles kaufen. Der Shop wurde in verschiedenen Kategorien unterteilt. Der Baumodus, ne, macht Upgrade des Tierheims möglich. Kaufe neue Gebäude, Möbel und stell so viel wie möglich um. Das heißt, wir haben auch eine gewisse Freiheit, unser Tierheim so zu gestalten, wie wir das gerne haben möchten. Sehr schön. Tiere im Tierheim. Hier findest du alle wichtigen, eine Liste aller Tiere, die sich derzeit in deinem Tierheim befinden. Sehr schön. Und dann sind wir damit fertig, würde ich sagen. Ne? Ist auf jeden Fall schon mal recht cool. Das hier ist der jeweilige PC. Ja, und da können wir verschiedene Aufgaben machen. Ne? WASD, aufnehmen, dies, das. So, was müssen wir machen? Haben wir gemacht. Klicken wir den Maustaste auf Computer, um zu verwenden. Wähle die Option Haustiere aufnehmen. Okay, gut, dann machen wir das so einfach mal. Wir haben hier E-Mails. Tierevermittlung. So, E-Mails. Wir haben keine E-Mails, okay. Wir haben einen Shop. Alles ausverkauft, okay. Baumodus. Wir müssen erst das Kapitel beenden. Und Tiere im Tierheim haben wir hier auch. Das sind unsere Finanzen. Wir haben 1500 Tiertaler oder wie man es halt nennen möchte. Ne? Und können halt zur Tiervermittlung gehen. Ach, guck mal, der Reese, das ist ein Hund. Er ist dünn, zu dünn für sein Alter. Reese muss so schnell wie möglich gefüttert werden. Es ist auch empfehlenswert, dieses arme Tier zum Tierarzt zu bringen, um sicherzustellen, dass er nicht an anderen Beschwerden leidet. Ich würde sagen, wir nehmen dieses Tier einfach mal auf. Das ist nämlich unsere Aufgabe. Zack. Und wir ja, lassen den Namen einfach so, wie er ist. So, wir sind fertig. Warte, bis das Auto mit dem neuen Haustier ankommt. Okay, wir gehen mal raus. Ach, guck mal, da kommt schon. Moin. Guten Tag. So, nimm die Hundetransportbox. Das ist ja tippitoppi. Oder den Hund da raus. Oh, ein feiner. Jedes Tier sollte seinen eigenen Käfig haben. Nur ein Tier ist pro Käfig erlaubt. Setzen wir eins um, damit er sich etwas ausruhen kann. Okay. Sehr schön. Das heißt, wir müssen das Tier jetzt hier in den Käfig setzen. Ich öffne die Türen.
Und da haben wir Auslauf. Der Auslauf ist ein Ort, an dem du Tiere frei laufen lassen kannst, mit ihnen spazieren gehen oder Zeit verbringen kannst. Hunde und Katzen haben getrennte Ausläufe. Ich finde schade, dass man das nicht kombinieren kann. Ne? Ach, guck mal. Da haben wir hier die kleinen, aber feinen Zwinger. Ne? Käfige, in Klammern Zwinger, getrennt für Hunde und Katzen. Du kannst sie verwenden, um Tiere nach ihrer Ankunft im Tierheim oder nach der Behandlung ein wenig Ruhe zu gönnen. Es ist ihr persönlich freier Raum in deinem Tierheim. Jeder Käfig hat seine eigene Tafel und Informationen zu dem Tier. Sehr schön. Gut, dann packen wir das Tier erstmal hier rein. So, da ist er. So, wie alle anderen Lebewesen müssen Katzen und Hunde essen und trinken. Verwenden sie den Computer, um Nahrung und etwas Wasser zu kaufen. Das ist schön. So, guck mal, das ist unser Hund. Ne? Wir können den streicheln. Wir können den hochheben. Und mit Q haben wir weitere Infos zu Reese. Bedürfnisse der Tiere, Hunger, Durst, volle Blase, Spiel, Hygiene und Gesundheit. Achte genau darauf, auf diese Bedürfnisse. Da sie alle Einfluss auf den Adoptionseignung haben, je höher die Adoptionseignung der Haustiere, desto eher finden sie ein neues Zuhause. Okay, gut zu wissen. Das heißt, wir machen den Spaß mal zu hier. Und der hat Hunger, ne? Wir gehen jetzt einfach mal zu unserem jeweiligen Computer und werden ein paar Dinge einkaufen, damit wir auch alles soweit ready haben. Zack. So. Dann gehen wir mal auf den Shop. Wo haben wir ihn denn? Wir brauchen ein günstiges Hundefutter. Ah, es gibt auch später besseres. Ah, ich kaufe mal 5 Stück. Oder was sagt die Aufgabe? Wir gucken mal kurz. Essen für Tiere kaufen. Hm. Okay, steht keine Anzahl dabei. Wir kaufen mal hiervon. Und davon auch mal 5. Zack, wir gehen mal zum Warenkorb, Bestellung abschließen und bestellen den ganzen Spaß. So, sehr schön. Verschiedene Gegenstände stellen unterschiedliche Tätigkeiten im Spiel zur Verfügung. Denk jedoch daran, dass du nur einen aktiven Gegenstand in der Hand haben kannst. Andere Artikel können einfach in dem Inventar gespeichert werden. Um das Inventar zu öffnen, drücke die Taste Tab. Du kannst deinen Inventarslot mit dem Mausrad oder auch mit 0 bis 9 ändern. Sehr schön. Das heißt, wir haben verschiedene Sachen da im Rucksack. Und jetzt wird eine Drohne. Was ist? Ach, da fliegt sie weg. Ist doch nett. So, Lieferung. Ich würde sagen, wir öffnen den ganzen Spaß mal. Und nehmen mal das Hundefutter rein. Verstaue deine Sachen. Du kannst jeden Artikel, den du erhältst, direkt in dein Inventar setzen. Um dein Inventar zu öffnen und zu schließen, benutze die Tab-Taste für eine schnelle Auswahl. Scroll mit dem Mausrad. Okay, das macht er automatisch. Okay, jetzt können wir hier noch den Wasserkanister nehmen. Ne? Und können jetzt hier die Schale füllen bei dem netten Hund. Ne? Guten Tag, Hallöchen. Ich würde sagen, das ist Wasser. Geht nicht? Okay, sehr gut. Läuft schon mal. Einfach gedrückt halten. Ah, zack. Futterschüssel voll. Dann brauchen wir ein bisschen Wasser. Einfach gedrückt halten, die linke Maustaste. Und wenn das voll ist, hat er dann ein bisschen was ja, zu mampfen. Ne? Finde ich persönlich auch ganz gut. So, lass das Haustier seine Mahlzeit in Ruhe beenden. Danach sollen wir streicheln und einen Ball nehmen, um mit dem Hund zu spielen. So, lassen wir den Ball in Ruhe. Ne? Hier ist auch alles schön grün. Wir müssen wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass die Auslauf haben. Was haben wir denn hier? Beuteldispenser und ein Abfallbehälter. Ah, das ist, wenn der Hund mal, ne, ihr wisst schon, ein Geschäft machen muss. So, der hat gegessen. Jetzt trinkt er noch ein bisschen was. Und wir können uns mal die Bedürfnisse anschauen. Es ist alles im grünen Bereich. Sehr schön. Jetzt können wir den einmal streicheln. Ein Feiner bist du. Ein Feiner. Nimm den Ball, um mit dem Hund zu spielen. Welchen Ball? Haben wir schon Ball gekauft? In der Spielebox. Wo ist denn ein Spiel? Ach, och, hier, guck mal. Hebe hoch. Spiele mit den Tieren. Willst du mit deinen Tieren spielen? Drücke die rechte Maustaste, um einen Hundeball oder einen Katzenlaser zu nehmen. Katzenlaser ist auch fies. Markiere das Tier, in dem du mit dem spielen möchtest. Der Hund wirft den Ball mit der linken Maustaste, halt ihn gedrückt. Okay, vergiss nicht zu streicheln, wenn er mit dem Ball wiederkommt. Gut, dann machen wir das mal auf hier. Hallo. Schön. So, wir können den mal hochheben, den kleinen Mann. Setzen den mal hier hin.
Zack. Und da können wir ein bisschen mit denen spielen, ne? So, rechte Maustaste. Ja. Und werfen. Ein Feiner. Komm her. Kommst du zu mir? Oh, ein Feiner. Ein feiner Hund, ne? Sehr gut. Das haben wir erledigt. Herzlichen Glückwunsch. Dein Hund ist zur Adoption bereit. Bevor du fortfährst, musst du eine Anzeige erstellen. Du musst mit einer Kamera ein Foto vom Hund machen. Okay. Machen wir das doch gleich mal. So, verwende Computer, Rubrik Shop, mach eine Kamera, warte auf die Drohne und okay, gut. Wir können den Hund jetzt mal ein bisschen frei laufen lassen hier. Das ist schon mal ganz gut. Der hat ein bisschen Auslauf. Muss man sich halt auch um den kümmern, ne? So, hier haben wir noch unser Paket. Das können wir auch hochheben. Können wir vielleicht hier beiseite packen oder so, ne? Ich weiß es gar nicht. Packen wir das mal hier beiseite. Dann haben wir da schon mal alles soweit ready. Zack. So, was brauchen wir denn jetzt? Wir müssen Tier zur Vermittlung. Nee. Tier im Tierheim. Guck mal, dem Tier geht's gut. Das heißt, wir können hier weitere Informationen aufrufen. Finde ein neues Zuhause. Sehr schön. Blub. Beschreibung. Foto hochladen. Haben wir keins. Mhm. Eine traurige Geschichte. Reese wurde ausgesetzt. Seine früheren Besitzer ließen ihn in einem leeren Haus zurück und er kehrte nie wieder zurück. Ohne die Nachbarn wäre Reese irgendwann verdurstet oder verhungert. Jeder verdient doch eine zweite Chance, oder? Sicherlich würde Reese dem Menschen wieder vertrauen. Sehr schön. Wir brauchen eine Drohne, um ein Foto zu machen. Wie mache ich das denn jetzt? Warten auf Drohne. Aha. Ach, klick auf Kamera. Okay. Wollen wir die Kamera hier? Shop. Haben wir irgendwo eine Kamera, die wir kaufen können? Ach, hier. Ich würde sagen, wir fügen das mal hinzu. Und dann Bestellung abschließen. Zack. Jetzt kommt die Drohne. Und dann, wenn die Drohne da ist, können wir ein Foto machen. Ach, guck mal. Herrlich. Wer kennt es nicht, ne? Erstmal direkt eine Drohne hier bekommen. So, Fotoapparat. Fotos machen. Nimm die Kamera und benutze die linke Taste, um den Aufnahmemodus zu gelangen. Wähle die Stelle, das Haustier, das du verfassen musst und drücke erneut die linke Maustaste. Drücke F, um den Fotomodus zu verlassen. Denk daran, dass eine Kamera mit einer Option zum Entwickeln sofort in deinem Inventar erscheint. Sehr schön. Die Kiste, die verschwindet auf jeden Fall nicht. Hier mal rein hier. Ach, guck mal. Ein Feiner, ne? Guck mal, da können wir sogar hier ein Foto machen. Herrlich. So, sehr gut. Ja. Sind wir ready, ne? Das heißt, wir haben jetzt ein richtig schönes Foto gemacht. Wir könnten natürlich jetzt hier noch ein weiteres machen, oder? Bis zu 6 Fotos. Ach, komm her. Hallo, Reese. Reese. Ein Feiner. So, dann würde ich sagen, lass mal gucken hier. Scanne das fertige Foto mit dem Scanner neben dem Computer. Okay. Machen wir mal zu. Tipptopp. Ah. So, warte mal. Jetzt brauchen wir das Foto, ne? Wo ist denn der Scanner hier? Ach, da. So, einmal drauf. Der scannt das jetzt. Sehr schön. Kriegen wir das Foto auch wieder, ne? Ah, oh, ist aber toll. Tipptopp, würde ich sagen. Das Bild nehmen wir auch mal wieder auf. Und dann gehen wir an den Computer und können jetzt hier die Tier zur Vermittlung weitergeben. Tiere im Tierheim. Tiere zur Vermittlung. Nee, hier. Das ist die Galerie. Guck mal, Foto editieren können wir noch. Das ist ja geil. Wir können jetzt eine Farbmanipulation durchführen. Das heißt, wir könnten hier einen Filter setzen. Das ist auf jeden Fall auch recht schön. Guck mal, oh, guck mal hier. Das ist ja toll. Kopie speichern. Nee. Warte mal. Oh, wir haben echt viele Vorlagen, ne? Finde ich schon mal nicht verkehrt. Reese. Ach, guck mal. Speichern wir das. Fotokopie gespeichert.
Computer, wähle Tiere im Tierheim und klicke auf mehr Informationen, erstelle Anzeige. Ah, klar. So, weitere Informationen. Finde ein neues Zuhause. Hochladen. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Ein sehr schönes Bild. Tipptopp, finde ein neues Zuhause. Vielen Dank für die Veröffentlichung der Anzeige. Hoffentlich schreibt bald jemand eine E-Mail mit einem Angebot zur Adoption. Blub. So, die Organisation von Besuchen hilft dabei, detaillierte Informationen über potenzielle Tierhalter herauszufinden. Um diese zu überprüfen, klicken Sie in der Rubrik Tiere auf Menschen und die Taste Weitere Informationen. Geeignete Besitzer für das Haustier. Warte, bis das Auto kommt. So, weitere Informationen. Wir haben einmal Emily Huber und Camilla Friedrich. Die haben beide Interesse. So, schicke einen Mitarbeiter zur Kontrolle. Ja, dauert ein bisschen. Dann werden wir jetzt gleich hier so ein paar neue Dinge erfahren. Finde ich nicht verkehrt, ne? Dass man sich darum auch kümmern muss. Okay, kleines Haus, keine Hunde im Haus, keine Katzen, einsamer Bewohner, kein Garten, wenig freie Zeit. Ist vielleicht nicht so gut, ne? So, was ist mit der Camilla hier? So, auch nochmal zur Kontrolle, ne? Wir müssen es auch nochmal überprüfen. Tipptopp. Und dann gucken wir mal, was denn die gute Dame hat. So, kleines Haus, keine Hunde, keine Katzen, Erwachsene ohne Kinder, kein Garten, hat wenig freie Zeit. Wünschenswert lustig, glücklich, große Blase, verschmust, laut, nimmersatt. Gut, gehen wir mal wieder raus. Okay. Warte, bis das Auto kommt, bis er abgeholt wird, ne? So, wir könnten den Hund mal wieder hier reinpacken. Guck mal. Ach, guck mal, da haben wir sogar ein richtig geiles Schild. So, wir können den mal hochnehmen, ne? Den Reese. Packen den mal hier rein. Guten Tag. So, jetzt haben wir noch, irgendwas zu futtern hier. Ja, guck mal. Da können wir noch ein bisschen Futter reinpacken. Sehr schön. Und ein bisschen Wasser. Sehr schön. Und dann streicheln wir den nochmal, ne? Ein feiner. Ach, der freut sich. Sehr schön. So, dann werden wir mal gucken hier. Weitere Informationen. Geeigneten Hausbesitzer zu finden. Gut, das machen wir immer noch. Gucken wir mal, vielleicht haben wir noch jemanden. Ist noch jemand dazugekommen? Nee. Ich würde sagen, was hat die nochmal für Eigenschaften gehabt? Keine unerwünschten, ne? Okay. Uch. Ich würde sagen, die lehnen wir mal ab. Sehr schön. Gut. Das ist für Reese, ne? Aber wir können auch ablehnen. Müssen wir jetzt warten, bis das Auto kommt? Gucken wir mal. Rubrik Organisation. Enzyklopädie. Ach, guck mal hier. Da haben wir nochmal so ein paar Hilfepunkte. Nachrichten. Camilla, virtuelle Besichtigung abgeschlossen. Paket wurde gesandt. Eine Galerie. Da haben wir das Tier hier bei uns. Baumodus geht noch nicht. Und wir haben E-Mails. Habe keine, ne? Sehr schön. Virtuelle Besichtigung. Okay, Tiere und Menschen auf und teste weitere Informationen. Wähle einen geeigneten Besitzer für das Haustier. Wir müssen ihn auswählen. Ging noch gar nicht, oder? Gucken wir noch mal. So, wo war das denn jetzt hier? Da, Reese. Beste Bedingung für das Tier, ungünstige Bedingungen, lustig, energisch, okay. Weitere Informationen. Anpassen. Möchtest du das Haustier an diese Person abgeben? Jupp. So, sehr gut. Der neue Besitzer kommt bald. Gucken wir uns das Ganze mal an. Wann sie mit dem Auto vorfährt, das müsste ja gleich passieren.
Ja, dann haben wir auch schon den ersten Hund vermittelt, ne? Ach, guck mal, da kommt sie schon. Animal Shelter. Bieb, bieb. So. Drücke die rechte Maustaste, um den Hund abzuholen. Platziere den Hund in das Auto. Okay. Schön. Dann haben wir gleich schon den ersten Hund vermittelt, ne? Zack. Machen wir mal zu hier. Und dann platzieren wir den ins Auto. Und dann wird er dementsprechend dort keinen Platz zum Ablegen. Ach, den müssen wir in die Box transportieren, oder? Haben wir eine Hundebox? Neben dem Auto? Ah, neben dem Auto. Okay. Ach so. Jetzt geht er rein. Oh, ist aber schön. So, erste Tier vermittelt. Das heißt, Reese ist auf jeden Fall nicht ganz so. Aber es ist okay, ne? Gut. Schön. 72%, ne? Ist relativ gut. Ich bin mal gespannt, wie das dann auch noch weiter funktionieren wird. Das Auto fährt jetzt weg. Und das bedeutet, wir haben eine E-Mail oben rechts. Ja, dann haben wir, würde ich sagen, das erste Tier soweit vermittelt. Ne? Ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee hier. Ah, lecker, lecker. Und dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten. Ne? Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gerne ein Däumchen da lassen. Wir werden hier auf jeden Fall noch die ein oder andere Folge, denke ich mal, noch machen. Macht auf jeden Fall Spaß. Und wenn ihr das Spiel auch haben wollt, Link ist in der Videobeschreibung. Und dann sage ich mal bis dahin. Tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.